It's so nice to see the moonlight again. We made it to the Inner Keep. Come on. Yep. Das Herz der Festung. Ein hallender Donnerschlag. Schleiche dich ins Innere der Festung. I can't let the Count get away. Before you try to catch him, cut off his escape routes. And watch out. Looks like his best troops are on patrol. They won't be easy to take down, so do your best to sneak past them. Oh! Das war gut. So viel zu dem Thema. Gut, ich würde sagen, wir machen dann vielleicht die Lampe doch lieber aus hier oben. It's so nice to see the moonlight again. We made it to the Inner Keep. Come on. So. Setzen wir nochmal hier unsere Pfeile ein. Nochmal kurz gucken. Halt. Ich dachte mal, wir werden die Feinde... Doch, die Feinde werden mir auch mit angezeigt. Okay, gut. Der ist bloß gerade an der Grenze, das ist das Problem. Ich wechsle aber mal wieder auf die Pfeile. Und schalte mal kurz hier oben das Licht aus. Oh. Kommst du jetzt hier raus und schaust? Das finde ich natürlich nicht so cool. Und das war gerade verdammt knapp. Mit dem Blitz. Na gut, für ihn hat es sich wieder erledigt. Er geht wieder rein. Ich könnte oben und unten lang. Ich will mal den... Ho! Nein! Ach komm, Junge. Du hast mich nicht gesehen. Wie willst du mich gesehen haben? Oder bist du ein Schwächling? Komm, hau mich schneller platt. Bist du da mal umfest? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt bin ich bestimmt schon wieder mit einem Mal entdeckt worden dabei, ne? Ihr seid Arschlöcher. Ihr seid solche Arschlöcher. Hier ist dann natürlich auch ein Speicherpunkt an der Stelle. Was haben wir denn hier eigentlich? Sabotiere den Hubschrauber, um entdeckt zu werden? Erschrick eine Wache so sehr, dass sie eine andere Wache erschießt. Oh, nett. Töte 3 Elite-Wachen. Das mit dem Erschrecken, wie funktioniert das denn, ist die Frage. Das mit dem Helikopter könnten wir hinkriegen. Mit dem Erschrecken bin ich mir nicht sicher und mit dem Wachen, naja, das wissen wir ja eher nicht. Warte mal, geht's hier wieder zurück? Ich will nicht wieder zurück, ich will voran. Ach, na sieh mal an. Na hätte ich das gewusst, dann wisst ihr was, dann starte ich einfach nochmal das ganze Level nochmal. Dann vermeide ich, dass mir hier ein... Ich brauche nicht nochmal meine Dingens verbessern. Das habe ich doch alles schon gemacht. Nein, 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 nein. Warte mal. Ich will meine Rauchbomben. Ja, von mir aus. So. Dann machen wir doch einfach mal durch den Eingang hier kurz. Bevor du ihn versuchst, cut off his escape routes. Und watch out. Looks like his best troops are on patrol. They won't be easy to take down. So do your best to sneak past them. So. Gut, verschieben wir das einfach mal und schauen mal, ob wir ihn oben... Ich glaube, wir können ihn oben einfach nicht übertölpeln. Also wir können nicht an ihm vorbeikommen, ohne dass er es mitkriegt. Scheiße. Nee, du musst schon da oben dran. Glaube ich. Das kann ich doch hier nicht durchwerfen. Nee, das ist total bescheuert gemacht. Jetzt. Ja, mach mit deinem Leuchtfeuer rum, das ist in Ordnung. Das hat er früh mitgekriegt. So, schaut er denn hier runter? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. No one. Let's move on. Kommt mir aber nicht so vor, ne? So. Läuft doch. Schon besser als vorher. Haben wir schon 2 Artefakte und sind noch nicht entdeckt worden. 2 Sachen, die gleich besser laufen als zuvor. Okay, wollen wir oben lang? Halt, 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 halt. Müssen wir ja bald, ne? So wie es aussieht. Die Frage ist, komme ich da drüben ran? Ich glaub's nicht. Nein! Nein, kommen wir nicht. Scheiße. Ah, nee. Echt jetzt. Wirf doch bitte mal hier durch. Hallo? Oh, komm schon. Dieser Typ ist unfähig. Nochmal neu starten. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben mit diesem
mit der Steuerung hier, dass das so verkorkst ist, aber an der Stelle haben sie es echt versaut. Mit der Steuerung. Ich kann ja nicht durchwerfen. Ich weiß nicht wieso. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Und ich habe noch keine... Ja, natürlich, du sollst rausgehen. Und ich habe noch keine logische Regel dafür gefunden, wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal wirft er ja noch nicht mal. Ich kann nicht werfen. Ich weiß nicht, was er macht. Es nervt mich. Solche Sachen sind echt einfach nur frustrierend, weil man dann das, was man machen will, nicht hinkriegt. Und ich meine, vorhin ging es ja. Vorhin habe ich ja genau das gemacht hier. Ja, komm, kann ich gleich nochmal starten? Vorhin habe ich genau das gemacht und es hat funktioniert. Jetzt kann ich hier nicht durchwerfen, ohne dass er gegen diesen scheiß Deckel wirft. Oh, Leute. Ach komm, weißt du, ich gehe den anderen Weg wieder. Diese Unzulänglichkeiten in der Steuerung sind schrecklich. Gehen wir einfach hier lang und hoffen mal, dass wir da durchkommen, ohne dass uns der Köter erwischt. So, warten wir einfach mal kurz ab, bis der durch ist. So. Hops nur drüben hin. Okay. So, war dann doch der angenehmere Weg. Also das ist das Letzte mit der Steuerung an der Stelle. Es tut mir leid, ist aber so. Eigentlich ist das Spiel ansonsten richtig cool, auch von der Steuerung und den ganzen Ideen her gemacht, aber das ist echt schlecht umgesetzt an der Stelle. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt darüber? Ich will ihn nicht töten, ist das Problem jetzt gerade. Ich würde ja gerne rumprobieren, aber dann muss ich mich wieder hier durchquälen. Das ist die Scheiße. Mann. Komm. Das ist so ärgerlich. Man kann halt manche Wege wirklich einfach nicht gehen, wenn man hier einen auf Dingens macht. Einen auf nicht töten. Also echt nicht. Ah. So, machen wir mal so. Wo ist er denn jetzt? Er bleibt dort. Das ist ärgerlich. Jetzt wirft er wieder nicht. Ach, sinnlos. Und ich komme wieder nicht an ihm vorbei. Das ist das Ärgerliche. Läuft er? Schon, ja. Und ich bin vorbei. Coole Sache. Hätte nicht gedacht, dass der billige Trick funktioniert. Das war jetzt echt bescheuert, aber das hat funktioniert, seltsamerweise. So, jetzt geh mal bitte hier oben dran, komm schon. Hallo? Jetzt. Gut, damit sind wir zumindest schon mal hier. Ah, aber so richtig komme ich damit auch nicht weiter, muss ich feststellen, ne? Scheiße. Ich will mal ganz kurz gucken. Ah, shit, ich habe nicht an den Blitz gedacht. Aber hier unten speichert es zum Glück. Das ist doch schon mal was. Immerhin. Immerhin. Ja, genau. Geh mal vorbei an mir. Scheiße. Scheiße. Sorry. Ich werde gerade etwas ungehalten durch die Verzögerung soeben. Aber das ist natürlich nicht gut. Das hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. Nein, dreh dich in die andere Richtung, Kollege. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Moment verpasst. Nein, ah, shit. Für einen kurzen Moment hätte ich einfach durchgehen können. Ich frage mich bloß, wie der hier oben mich angeblich entdeckt haben will, in dem Moment, in dem jetzt gerade der Blitz da war. So, jetzt ganz gemütlich rübergehen, ganz gechillt. Ja, ja, das funktioniert. Und es wird gespeichert. Ist das nicht schön? Aber es ist mir manchmal zu sehr glücksabhängig, muss ich sagen. Also hier oben kann ich ja theoretisch gemütlich lang gehen. Ich weiß bloß nicht, ob mir das irgendwie weiterhilft. Wir machen es mal. So, hier ist dann wahrscheinlich Schluss, oder? Nee, hier geht's auch weiter.
Gut, dann machen wir auch gleich mal hier lang, denn wir wollen ja zum Helikopterlandeplatz. So, die Lampe, das kriegt er nicht mit, ne? Doch, shit. Hat er bemerkt. Das ist ärgerlich. Okay. So geht's. Das ist cool. Er dreht sich bestimmt noch mal kurz um, ja. Dachte ich mir. Okay, cool. Komme ich ja weiter nach oben? Nee. Aber ich habe jetzt im Prinzip das komplette Haus umgangen. Shit. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof hier. Müssen wir mal schauen. Bleibt er da? Nee. Okay, dann verzieh dich mal wieder. Oh, das ist aber voll da drüben. Meine Güte. Nein! Ach komm! Ich bin auch über deinen Kopf hinweg geflogen. Geflattert. So, jetzt geht's aber. Die Frage ist, kann ich hier oben drauf landen? Ja, kann ich. Und ich schrecke auch direkt die Vögel auf. Natürlich. Ist aber nicht so schlimm. Jawohl. Abgelegene Korridore. Finde Karajans Hubschrauberlandeplatz. Es hat irgendwie funktioniert. Okay, wir sind drin. Jemand hier? Nein. Dann wollen wir doch da mal hingehen. So, ansonsten, das ist eine Sackgasse, ne? Ja, ja, sieht so aus. Okay. Gehen wir lieber weiter nach drüben. Hahaha, wie nett. Kann ich hier lang? Nein, ich kann natürlich nicht da lang gehen. Hm, was machen wir denn da? Das Licht auf jeden Fall erstmal aus. Ist das denn überhaupt ein weiterer Weg? Nee, ich muss weiter zurückgehen. Okay. Oh, shit. Wie ist das denn passiert? How many people does it take to fix a light bulb? Das ist gar nichts gewesen. Geh ruhig wieder zurück. I'm sure there's nothing here. Ja, so sieht's aus. Ohoho. Das war gefährlich mit dem Blitz. Ach du Schande, wie komme ich denn da vorbei? Oh, fuck. Das ist ja uncool. Ich meine, ich könnte ihn natürlich ohne Probleme wieder aus dem Verkehr ziehen, aber das ist ja nicht mein Ansinnen. Wie machen wir das denn? Oh shit, oh shit, oh shit. So, wir gucken mal ganz kurz. Es sind nur die zwei, okay. Der unten scheint mich auch nicht zu sehen, wenn es blitzt. Kann ich denn einfach hier... Nein, du Horst. Wo bin ich? Da bin ich. Kann ich einfach eine Rauchbombe hinwerfen? So, gehen wir doch mal hier einfach durch. Oh, das hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Nein! Ah, scheiße. Letzte Rauchbombe verschwendet. Und ich wurde gesehen. Ihr tötet mich. Okay, das ist ärgerlich. Aber theoretischerweise sollte es so funktionieren. Wenn ich jetzt einfach mal die Bombe werfe und sofort durchmache, müsste ich doch eigentlich problemlos weiterkommen, oder? Jetzt hier rein und fertig. Sehr gut. That guy looks tough. Oh. Even a surprise attack might not bring him down. You'll need to daze him somehow before you move in for the kill. Und der Alarm geht trotzdem los. Das ist natürlich scheiße. Lass mal vom letzten Kontrollpunkt starten. Der ist natürlich genau dort. Jetzt wäre es gut zu wissen, ob ich denn jetzt das Ganze als Karte, was sage ich denn, weil ich gerade Karte gelesen habe, ob das Ganze als ausgelöster Alarm gewertet wurde oder nicht. Wir werden es sehen. Ich glaube, es ist jetzt eh vorbei. Also, entweder ist es passiert oder eben nicht. Nein! Scheiße. Ich weiß nicht, warum das den Alarm auslöst. Nochmal zurück. Nochmal auf Anfang.
Ich vergesse immer wieder auf die Bambuspfeile zu wechseln. So ärgerlich. Fuck. Okay, der Alarm wird jetzt immer ausgelöst werden. Da komme ich halt nicht vorbei, ne? Möchtest du? Ach so, das ist noch mit Schloss. Gut, sind wir trotzdem noch vorbeigekommen. Geht ja. Was ist das denn hier? Ach so, gute Idee. Nein. I study every martial art from Thailand to Tokyo to Japan. Oh, he's aber viel Licht, oh. Bay, man. I want them to try and take me down. Come on! Natürlich, er hat jede Martial Art trainiert, aber klar doch. Solche Leute finde ich doch extrem glaubwürdig. Ich sehe schon, wir werden es nicht mehr mit normalen Wachen zu tun kriegen. Ich frage mich gerade, komme ich denn hier unten lang, ohne gesehen zu werden? Ansonsten kann ich es natürlich auch einfach so machen. Ist wahrscheinlich besser, als wenn ich da unten erst diese Hängepartie mache und nicht weiß, ob ich da wirklich lang gehen kann oder nicht, ohne gesehen zu werden. Oh! Aber jetzt habe ich ja Leute getötet. Das will ich ja gar nicht. Machen wir nochmal neu. Scheiße! Ah, ich Idiot! Oh, ich Idiot. Ich habe das Falsche gedrückt. Na, das läuft ja super, die Aufnahme. Okay, ich mache mal eine kurze Unterbrechung. Und sobald ich an der Stelle wieder bin, nach Möglichkeit ohne von den Wachen gesehen worden zu sein, werden wir uns wiedersehen. Also, bis gleich.